In diesem Video bekommt Bayer Leverkusen ein +1 Upgrade für jeden Bundesliga-Sieg. Und meine Aufgabe als Leverkusen-Trainer ist heute klar, denn ich muss nicht nur den FC Bayern vom Bundesliga-Thron stoßen, sondern auch noch den DFB-Pokal und die Champions League gewinnen. Aber dabei gibt's noch einen kleinen Haken. Wir müssen die Titel alle in der gleichen Saison gewinnen. Das hier ist unser aktueller Kader und der sieht schon mehr als solide aus, denn außer Innenverteidiger Kusunu hat jeder in der Startelf einfach ein 80-plus-Rating. Aber besser geht natürlich immer. Wir gehen jetzt aber rein in Saison Nummer 1 und gucken, was der aktuelle Kader so drauf hat. Antwort, der Kader hat's drauf, dass ich als Trainer entlassen wurde. Sekunde. What? Bodenlos. Das ist wirklich bodenlos, vor allem weil wir Vierte in der Bundesliga wurden und uns somit für die Champions League qualifiziert haben. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben 15 Siege geholt und somit 15 Upgrade-Punkte erspielt. Achso, und dass Dortmund mit 16 Punkten Vorsprung vor Bayern Meister wurde, das ist auch bodenlos. Ja, das ist richtig. Ja, und auch ein bisschen bodenlos ist, dass wir im Viertelfinale gegen Frankfurt im Pokal verloren haben. Aber wir haben ja Euroleague gespielt. Haben wir die gewonnen? Antwort! Nein. Ah, ja, perfekt. Wir wurden ohne Niederlage Gruppenzweiter und sind dann trotzdem in der Vorrunde an Antwerpen gescheitert. Na klar. Aber keine Sorge, in der nächsten Saison werden wir auf jeden Fall stärker, denn wir dürfen unsere 15 Upgrade-Punkte in den zentralen Mittelfeldspieler ballern. Boom, und damit geht Granit Xhaka hoch auf ein 97er-Rating und ist mal eben der beste Spieler im Game. Aber genau solche Spieler brauchen wir heute in Leverkusen, denn in diesem Experiment gibt es zwei ganz einfache Regeln. Erstens, die Upgrades der Spieler erfolgen immer am Ende der Saison. Und zweitens und noch viel wichtiger, wir haben für das Triple nur 10 Saisons Zeit. Und sollten wir scheitern, wird Leverkusen auf ewig Vizekusen bleiben und ich als Trainer muss außerdem noch eine Bestrafung aus diesem geheimen Umschlag machen. Welche da genau drin ist, das verrate ich euch aber erst später. Wir springen jetzt erstmal ins Ende der zweiten Saison. Ohlala, Freunde, und was erblicken meine Augen da? Ein DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund. Aber das Manager-Rating spiegelt das nicht so ganz wider und unser Torwart Radetzky ist auch noch verletzt. Puh, aber wir gehen rein ins DFB-Pokalfinale. Vielleicht können wir jetzt den ersten Titel in unserer Leverkusen-Geschichte gewinnen. Wirtz und Schick machen die Tore und wir holen den DFB-Pokal. Aber Freunde, wir werden noch nicht diese Saison das Triple gewonnen haben, oder? Leverkusen, Vizemeister, 5 Punkte hinter den Bayern, aber 22 Siege, das heißt 22 Upgrade-Punkte. Jetzt bin ich noch auf die Champions League gespannt und da sind wir aus der Gruppe weitergekommen gegen Arsenal, Sevilla und Lens und haben dann knapp im Achtelfinale gegen Inter Mailand verloren. Und wir müssen das Positive auf Saison Nummer 2 mitnehmen. Wir haben den ersten Titel gewonnen, dürfen jetzt auch noch 22 Upgrades verbraten und zwar, für einen Innenverteidiger. Oh, und das ist jetzt eine schwierige Frage. Baller ich alle Upgrades in einen Innenverteidiger oder teile ich das zwischen den drei Jungs hier auf? Ganz einfache Antwort, Freunde. Ich habe es aufgeteilt, um mehr Balance zu haben. Wir haben jetzt einen 88er Tabsoba, einen 89er Tar und einen 86er Kusunu. Die beste Defensive der Welt vermutlich? Also zumindest die von Schalke ist nicht besser. Kleiner Scherz am Rande, aber ganz im Ernst, Freunde, wir haben eine bessere Verteidigung als der FC Bayern. Naja gut, bleibt nur zu hoffen, dass wir jetzt auch in Saison Nummer 3 besser in der Bundesliga sind als der FC Bayern. Die Antwort ist leider nein, Freunde, aber wir sind nur 4 Punkte hinter den Bayern. Doch RB Leipzig hat sich einfach gedacht, jo Junge, dann nutzen wir das halt jetzt mal aus. Ach so, und ich wurde von Leverkusen dann auch während der Saison entlassen. Stört uns aber nicht, denn wir haben 23 Bundesligasiege geholt und somit 23 Upgrade-Punkte erspielt. Das ist bisher Rekord heute. Wir gucken noch auf den DFB-Pokal und ui, Finale gegen St. Pauli. Okay, Freunde, ich habe ein paar Tage vorsimuliert. Wir sehen jetzt das Ergebnis im DFB-Pokal und holen den zweiten Titel in Serie. Stark, Leverkusen. Sü, Freunde, auch in der Champions League sind wir als Gruppenzweiter wieder weitergekommen, aber wieder im Achtelfinale knapp gescheitert. Dieses Mal an Atletico Madrid. Aber vertraut mir, Freunde, das wird nicht mehr lange so sein, denn wir bekommen ja jedes Mal heftige Upgrades und dieses Mal wieder für den zentralen Mittelfeldspieler. Und damit geht Robert Andrich hoch auf einen 99. Granit Xhaka sichert sich ebenfalls das 99er Upgrade und die restlichen 3 Upgrade-Punkte sichert sich Kollege Palacios auf der Ersatzbank. Hoppala, Freunde, die Leverkusen-Mannschaft ist nach 3 Saisons schon ein richtiges Brett und hat das 5-Sterne-Rating. Aber hat die Mannschaft jetzt auch Glücks beim Belohnungs- oder Bestrafungsglücksrad? Denn das habe ich euch noch nicht gesagt. Nach Saison Nummer 3 und 7 müssen wir zusätzlich auch noch einmal an diesem Glücksrad drehen. Auf diesem Glücksrad befinden sich 10 verschiedene Kategorien mit Belohnungen und mit Bestrafungen und wir bekommen minus 10 Punkte. Das ist eine Bestrafung. Wir müssen jetzt nur eins dieser magischen Türchen öffnen, um die Position zu bestimmen. Komm, ich gehe mit meiner Lieblingszahl, der 4 und... Oh mein Gott, der Stürmer bekommt ein minus 10 Downgrade. Und das findet der Patrick Schick jetzt sicher nicht so schick, denn er geht von der 82 runter auf eine 72. Damit ist er jetzt mit Abstand der schwächste Spieler in der Startelf, aber ich habe trotzdem ein gutes Gefühl. In Saison Nummer 4 werden wir die Bundesliga rasieren. Wir hören uns am Ende der Saison und da werde ich euch auch über meine Bestrafung aufklären. Aber davor, Freunde, müssen wir über diesen ultra-weirden Mai reden. Wir haben gegen Augsburg verloren, gegen Bochum verloren
Und gegen Atletico. Sekunde, Freunde. Waren wir etwa im Champions League Halbfinale? Wir haben gegen Atletico 2-1 verloren. Junge! Oh, das wäre ein Traumfinale gewesen. Stellt euch vor, Leverkusen gegen den FC Bayern. Aber das zeigt mir, wir sind auf dem richtigen Weg. Wie sieht's in der Bundesliga aus? Bayer Leverkusen ist Zweiter und ist einen Punkt hinter Bayern. Punktgleich mit Leipzig. Junge, war das eine spannende Saison. Aber ihr seht's wieder, ganz, ganz wichtig. 22 Siege ist gleich 22 Upgrade-Punkte. Ach so, und den DFB-Pokal haben wir auch noch. Den haben wir zweimal in Serie gewonnen und das dritte Mal gewinnen wir ihn auf jeden Fall nicht. Wir sind nämlich in Runde 3 zu Hause gegen Hoffenheim verloren. Ja, super. Echt super. Und wisst ihr, was auch super ist, zumindest für euch, dass ich vielleicht eine Bestrafung machen muss und das ist am Ende des Videos der Ekel-Smoothie des Grauens. Und mit dabei in diesem herrlich erfrischenden Smoothie sind unter anderem Ketchup, scharfe Jalapenos, scharfer Senf und natürlich darf auch Apfelmus nicht fehlen. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich hab aber sehr wohl Bock, jetzt schmackhafte 22 Upgrade-Punkte in den Kader zu pumpen. Und uiuiui, wir bekommen sie wieder für die Innenverteidigung. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof, denn da haben wir eigentlich schon drei absolute Maschinen. Aber andererseits, über Upgrades darf man sich nicht beschweren. Vor allem nicht über einen 94er Kusunu, einen 95er Edmond Tabsoba und einen 95er Jonathan Tah. Alter Schwede, guckt euch diese Startelf mal an. Zentrales Mittelfeld und Innenverteidigung ist Weltklasse. Jetzt brauchen wir nur noch einen guten Keeper und bessere Offensivspieler. Jetzt brauchen wir aber erstmal eine Saison mit möglichst vielen Bundesliga-Siegen rein. In Saison Nummer 5. Oh mein Gott, Freunde, ich gucke gerade auf die Bundesliga-Tabelle, sehe, der FC Bayern ist auf Platz 4, wir müssen da davor sein. Platz 3 Dortmund, ein Punkt mehr. Platz 2 Leipzig, 74 Punkte, Leverkusen, 75 Punkte. Junge, was ist das für eine spannende Tabelle? Aber wir sind Meister und haben 24 Siege geholt. Durchatmen, das Triple ist vielleicht möglich. DFB-Pokal. Nee, haben wir komplett verkackt. Yep, und ich meine wirklich komplett verkackt. Runde 2 zu Hause gegen Werder Bremen verloren. Wow, wobei, wie stark ist das denn bitte? Wir haben die Todesgruppe mit PSG, Milan und Newcastle als Erste überstanden, im Achtelfinale Eindhoven ausgeschaltet und sind dann im Viertelfinale am PSG gescheitert, Digga. Aber wir haben jetzt auch zum ersten Mal in der Bundesliga gezeigt, dass wir es drauf haben, dürfen jetzt natürlich am Glücksrad uns noch weiter verstärken und endlich kommt mein Offensiver. Der Stürmer. Und da gönne ich Victor Boniface so richtig und knall ihn von einer 78 auf eine 99 hoch. Und mit den verbleibenden drei Upgrade-Punkten geht auch Backup Adli hoch auf eine 80er-Bewertung. Okay, Männer, und wenn ich mir die Startelf jetzt so ansehe mit der Sterne-Bewertung, dann muss das das beste Team der Welt sein. Bleibt nur zu hoffen, dass die Jungs in Saison Nummer 6 jetzt hier können unter Beweis stellen, denn die Uhr, die tickt natürlich. Leider nein, in der Bundesliga schon mal nicht. Da wurde Leverkusen nur Zweiter, 8 Punkte hinter dem FC Bayern. Das einzig gute 22 Siege. Die können wir natürlich gut gebrauchen. Ach so, Freunde, und ich wurde am Saisonende von Leverkusen entlassen. Ich habe jetzt nicht wirklich Erwartungen an den DFB-Pokal, aber hallo? Wir stehen gegen Leipzig im Finale. Und wer weiß, vielleicht auch in der Champions League. Wir haben das Zeug dazu, aber da ist Bayern gegen PSG das Finale. Ah, okay, aus der Gruppenphase haben wir es als Erster souverän rausgeschafft und im Achtelfinale knapp gegen Real Madrid. Das ist halt wirklich ein Brett. Jetzt aber zurück zum DFB-Pokal. Konnte man den gewinnen? 3-1 im Finale gegen Leipzig. DFB-Pokal, das ist einfach unser Wettbewerb. Aber nur der DFB-Pokal reicht nicht. Wir brauchen auch Bundesliga und Champions League. Da hilft jetzt natürlich das Upgrade-Glücksrad, wenn die gute Position kommt. Rechter Flügel, das hatten wir noch nicht. Damit pushen wir mit Kollegen Frimpong unseren nächsten Spieler auf die maximale 99 und Nathan Teller verbessert mit einer 81er-Bewertung unsere Ersatzbank. Und komm schon, mit dem Team muss jetzt in Saison Nummer CR7 was gehen. Attacke. Na also, Freunde, es geht doch. Wir stehen im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern und haben im Halbfinale Frankfurt mit 5-0 weggehauen. Durchatmen. Wobei, eigentlich mache ich mir gar keine Sorgen. Den DFB-Pokal, das ist sowieso unser Wettbewerb. Okay, wir verlieren das Finale 1-3 gegen die Bayern. Oh Gott, nee, ist das bitte, denn wir haben die Bundesliga gewonnen. 26 Siege und 3 Punkte vor den Bayern. Oh je, es wird doch jetzt nicht am DFB-Pokal gescheitert sein. Wir gehen rein in die Champions League. Oh Gott sei Dank, wir haben die nicht gewonnen. Und wir sind dieses Mal nur als Gruppenzweiter hinter Gala weitergekommen und haben im Achtelfinale leider 7-4 gesamt gegen Bas aufs Maul bekommen. Aber ich wüsste jetzt natürlich, was am Glücksrad helfen würde, damit wir nicht immer in der Champions League aufs Maul bekommen. Wir brauchen einen Torwart, bitte. Nee? Zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Aber da bin ich auch fein mit, denn auf den beiden Positionen mit Wirtz und Hoffmann haben wir noch Verbesserungspotenzial. Boom, doch jetzt nicht mehr, denn wir haben den 99er Wirtz und den 96er Hoffmann im offensiven Mittelfeld. Außerdem haben wir jetzt diese kranke Mannschaftsbewertung mit nur 90 Plus Ratings und nur 2 Spielen in der Startelf unter einem 94er Rating. Doch Freunde, nicht vergessen, das war Saison Nummer 7. Wir müssen jetzt auch noch das Belohnungs- und Bestrafungsglücksrad drehen und drehen wieder eine Bestrafung. Halbe Punkte in der nächsten Saison.
Aber vielleicht ist es ja auch völlig egal, weil die Jungs jetzt das Triple holen. Wir finden's raus am Ende von Saison Nummer 8. Okay, Saison Nummer 8 ist durch und vielleicht ist es wirklich egal. Im DFB-Pokalfinale gegen Stuttgart stehen wir auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal vielversprechend. Wie saßen der Bundesliga aus Leverkusen Meister? 13 Punkte vor dem BVB, 26 Siege. Auch den Titel haben wir abgehakt. Und im DFB-Pokal haben wir auf jeden Fall die Chance aufs Double. Wie sieht's in der Champions League aus? Da sind wir im Finale gegen Real Madrid. Das Triple ist tatsächlich möglich. Boah, Junge, da wurde ich so nervös, da habe ich mich gerade direkt verschluckt beim Sprechen. Nervös wurden meine Leverkusener Jungs Gott sei Dank in der Champions League nicht. Da wurde mal Gruppenerster vor Barca und haben die auch auswärts einmal 5-0 weggeklatscht. Im Achtelfinale haben wir dann Inter Mailand besiegt, im Viertelfinale Manchester United rausgehauen und im Halbfinale im Elferschießen Man City besiegt. Aber durchatmen, bevor es ins Champions League-Finale geht, müssen wir noch den DFB-Pokal gegen Stuttgart gewinnen und jetzt... Wir haben 2-1 verloren. Als ob, Digga. Oh, tatsächlich! Das bricht mich komplett! Ja, komm, das einzig Positive ist, dass wir keinen Druck im Champions-League-Finale gegen Real Madrid haben. Aber das gewinnen wir natürlich mit 2-1. Ja, ich hasse es. Und apropos Hops nehmen, wir dürfen ja nur 13 Upgrade-Punkte reinballern, weil wir nur die Hälfte der Punkte bekommen. Aber Glücksrad, haut einen Torwart raus! Game Changer! Denn damit geht unser Kapitän Radetzky um 13 Punkte hoch und ist jetzt der beste Torwart der Welt. Und ich sag's euch, wie es ist, Männer. Wenn die Mannschaft mit nur 90er Ratings außer Grimaldo jetzt nicht das Triple holt, dann weiß ich auch nicht. Rein in Saison Nummer 9. Die vorletzte Saison bei Leverkusen ist durch. Manager-Rating sieht sehr gut aus. Wir stehen außerdem im DFB-Pokalfinale und auch im Champions-League-Finale. Aber wenn man sich die letzten drei Liga-Ergebnisse ansieht, eieiei, da haben wir gar nichts gewonnen. Da hätte ich gesagt, guck mal einfach mal rein in die Bundesliga. Aber wir wurden Meister, 3 Punkte vor Bayern, 10 Unentschieden, nur 2 Niederlagen. Wir haben einfach schon ein bisschen Gas rausgenommen zum Schluss. Aber Gas rausnehmen gibt's jetzt nicht. Wir haben aus dem Fehler vom letzten Jahr gelernt. Im DFB-Pokalfinale! Yes, sir! Und dieses Mal schnappen wir uns den Titel. 2-1. Okay, jetzt bin ich richtig nervös. Ihr seht, Bayer Leverkusen holt das Double. Aber können wir heute gegen Man City auch das Triple holen? Und diese Challenge abschließen? Ein letztes Mal durchatmen. Ein letztes Mal alles geben. Wir gehen rein in die Simulation, drücken die Daumen und wir gewinnen das Ding mit 2-1. Kanitschaka und Frimpong machen die Tore und Leverkusen gewinnt in der vorletzten Saison tatsächlich das Triple. Applaus, Applaus, was für eine geile Truppe, die diese Challenge geschafft hat. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wird es sich auch diese Challenge hier gefallen. Also hier klicken und wir sehen uns gleich dort wieder.